This video is sponsored by Lingoda. No matter if you're learning German for your job or just for fun, Lingoda has the lessons that you need to reach your goals. Take live online lessons with native speakers whenever you want. Click the link in the description and get started learning German with Lingoda today. Jede Woche bekomme ich Prospekte von lokalen Geschäften, wie zum Beispiel der Metzgerei und der Bäckerei. Bevor ich einkaufen gehe, lese ich die Sonderangebote. Dann weiß ich genau, was ich kaufen möchte. Heute gehe ich einkaufen und ich nehme euch mit. Das ist die Metzgerei. Hier kann man Fleisch und Käse kaufen. Ich kaufe heute Wurst, Schinken und Käse. Um etwas zu kaufen, muss man mit dem Metzger sprechen. Ich sage ihm, was ich heute möchte. Guten Tag! Guten Tag, was darf sein? Ich hätte gern 250 Gramm Schinken. Okay. Dann noch 250 Gramm Salami? Gerne. Ich hätte auch gerne 4 von diesen Bratwürsten. Sonst noch etwas? Ja, ich hätte dann auch gerne 150 Gramm Gouda, 150 Gramm Emmentaler und 150 Gramm Edamer. Und 150 Gramm davon. Ich weiß zwar nicht, was das ist, aber ich mag Überraschungen. Oh, das ist ein harter Käse. Wenn Sie den nicht kennen, dann müssen Sie sich von dem wirklich überraschen lassen. Das klingt gut. Ich brauche noch ein Pfund Hackfleisch. Darf's noch was sein? Was sind die Sonderangebote für heute? Gibt es heute etwas Besonderes, das ich nicht verpassen sollte? Putenschnitzel kostet heute 1,79 Euro je 100 Gramm. Pute mag ich nicht besonders. Wie wär's mit Schaschlik? Wir machen sie jeden Tag frisch mit Zwiebeln, Pfeffern und Rindersteak. Ideal zum Grillen. Das klingt gut. Was kostet das Stück? 2,49 Euro. Ich nehme 4 davon. Dann ist das alles. 24,78 Euro. 25. Und 22 Cent zurück. Schönen Tag noch. Danke, Ihnen auch. Nebenan ist eine Bäckerei. Ich möchte etwas zum Frühstück und auch ein paar Brötchen kaufen. Jetzt gehen wir rein. Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Zuerst hätte ich gerne 2 von diesen Zimtschnecken. Sie sehen sehr lecker aus. Das ist auch mein Lieblingsgebäck. Dann brauche ich noch Brötchen. Und was für Brötchen möchten Sie? 5 normale Brötchen und 4 Kaiserbrötchen. Sonst noch etwas? Was ist das da? Das sind Erdbeersahne-Rollen. Und was kosten die? 2 Stück für 4,50 Euro. Dann nehme ich 2 Stück davon und ein Laib Holzofenbrot. Darf es sonst noch etwas sein? Das ist alles für heute. 19,45 Euro bitte. 20 Euro und 55 Cent zurück. Schönen Tag noch. Danke, Ihnen auch. Jetzt brauchen wir noch Obst und Gemüse. Ich kaufe alles frisch vom Obst- und Gemüsestand. Ich finde, es schmeckt besser als das, was man im Lebensmittelgeschäft oder vom Discounter kaufen kann. Der Stand ist gerade um die Ecke. Guten Tag. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Woher stammen diese Erdbeeren? Die stammen aus Baden-Württemberg. Es gibt verschiedene Bauernhöfe dort, wovon wir unser Obst bekommen. Die meisten Obstsorten kommen aus Deutschland, aber die Bananen sind aus Südamerika und die Ananasse aus Hawaii. Ich hätte gerne 2 Packungen Erdbeeren, eine Packung Blaubeeren und 5 Bananen. Woher stammen diese riesigen Möhren? Sie kommen auch aus Deutschland.
Ich nehme auch ein Bündel davon und einen Kohlkopf. Sonst noch etwas? Nein, das ist alles für heute. Das macht 15,46 Euro. 15 und 16. Und 54 Cent zurück. Schönen Tag noch. Danke, Ihnen auch. Jetzt habe ich alles, was ich brauche. Ich habe Schinken und Wurst, die ich mit den Brötchen zu Mittag haben kann. Und Schaschlik, das ich heute Abend grille. Das Brot ist für Butterbrot. Die Zimtschnecken esse ich gerne zum Frühstück. Ab und zu esse ich auch gerne Obst. Deshalb habe ich Erdbeeren, Blaubeeren und Bananen. Die Möhren werde ich heute Abend mit Butter grillen. Ich schneide sie in Scheiben und packe sie in Folie. Das heißt, ich lege sie in Folie und falte die Folie, damit nichts in den Grill fällt. Vielleicht werde ich euch in einem anderen Video zeigen, wie man richtig grillt. Again, I'd like to thank my sponsor Lingoda. They have the lessons to fit whatever your needs may be. If you're learning German or even French, Spanish or English for that matter, they have the lessons and materials that you need to be successful in your language learning goals. Click the link in the description and check them out.